Oh nee, das wird nix. Ich brauche einen, der das zwar in die Höhe treibt, aber das hinten runter. Ja, genau so. Nee. Haben wir noch einen? Ja! Oh, ich bin so geil. Wenn Sie dieses Band abspielen, habe ich diese Welt verlassen und dieses großartige Unternehmen. Abstergo Industries, unsere große Hoffnung für die Menschheit, für Sie. Hören Sie nicht auf Ihre Ratgeber. Die sind zu sehr in Oberflächlichkeiten und Lifestyle verstrickt. Wir haben den Kapitalismus geschaffen, aber wir sind keine Kapitalisten. Unsere Ziele sind nobel. Das primitive System der Kontrolle durch Geld ist nur ein Verband über der Wunde, die wir heilen wollen. Die Menschen in dieser Welt sind verunsichert, verloren, verängstigt und unfähig, selbstständig zu produzieren. Ohne uns wären sie nur Tiere, Sklaven der anderen, die eine solche Verantwortung nicht verdient haben. Wir haben sie davor gerettet, vergessen Sie das nicht. Aber genug von der Vergangenheit. Ich muss Sie vor der bevorstehenden Krise warnen. Obwohl Ihr Umfeld es leugnen wird, sind wir bald schon unfähig, neue Märkte zu generieren. Die Leute werden immun gegen unsere Ökonomen und Entertainer. Wenn der freie Markt stirbt, wenden Sie sich gegen uns. Also zögern Sie nicht. Inzwischen wurde Ihnen gezeigt, was nur die Großmeister unseres Ordens gesehen haben. Nun wissen Sie, warum Abstergo... warum das alles nötig war. Und nun wissen Sie, was zu tun ist. Halten Sie den Kurs. Wir geben Ihnen Freiheit. Freiheit von Angst, Freiheit von Pornografie, von ekelerregenden animalischen Trieben, Freiheit von Demokratie. Am Ende wird die Menschheit uns danken. In hoc signo vinces. Laden. Okay. 64 Felder, alle Schichtungen und Geschichten, jeder Zug vorhergesehen, jede Antwort ausgereift. Abstergo hat es erschaffen. Es ist das Spiel der Firma. Es gibt keinen Ausweg. H. Akt 2. Abran los ojos, tuam libera mentem, der König. F2, Ihr Zug. Ja. Ich komme hier nicht mehr raus. Bin auch im Schach und kann nicht mal runtergehen. Ich habe also verloren, ich nehme ihn mit. Und weg mit ihm. Laden. Ich beende es. Ich kann es beenden, aber es geht nicht weg. Es ist fast so weit, Edmund Miles. Ich weiß, wie der Weg geöffnet wird. Bald wird mein wahrer Zweck enthüllt. Bald bin ich nicht mehr allein. Laden. Quarantänezone. Ach ja, da war auch noch was. Okay, Cluster in Quarantänezone. Was? Ja, haben wir alle? Jo. Oh Gott! Dauerklicking hier, Button Smashing. Ohne Ende. Na, wie viele sind's noch? Ich hoffe, ich habe keinen ausgelassen. Quarantäne aufgehoben. Da ist nichts. Komisch, ich sehe enorme Datenmengen. Was meint er mit, das Wunder liegt in der Ausführung? Keine Ahnung. Ein Kommentar zum Nihilismus? Er spielt mit uns. Außer... Es ist kein Video. Moment. Starte es, wenn du bereit bist. Okay. Alle Fortschritte seit dem letzten Checkpoint gehen verloren.
Was passiert nun? Oh, Wahnsinn! Wohin gehen wir hier? Ja, ja, rüber. Ach, hier hoch. Ja, ja. Ist klar. Mensch, da muss ich ja doch noch einen Extra-Part machen. Meine Güte. Geht schon wieder was ab, sag ich euch. Aber wo gehen wir hin? Das ist eine komische Wahrheit. Okay. War das verkehrt? Offensichtlich. Was soll ich nehmen? Die Treppe? Das hier? Ich bin echt verwirrt. Oh, es sei denn, wir bauen damit die Welt auf. Wo gehen wir denn hin? Ja. Und dann war plötzlich Schluss. Das muss ich jetzt nicht verstehen, ne? Nein, da geht's auch nicht weiter. Jetzt dürfen wir hier plötzlich nicht mehr weiter. Okay, das ist sehr, sehr konfus. Ganz ehrlich. Warte mal. Das ist überhaupt die Idee. Warum habe ich das nicht vorher schon gemacht? Ja. Dann stehen wir hier. Und nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Wir sollen da runter. Und dann? Also hier sind wir gar nicht verkehrt. Aber wir kommen nicht höher. Nee. Keine Möglichkeit, keine Possibility. Vielleicht sollen wir hier runter?
Auch nicht. Leute, ihr macht mich fertig. Ja, und dann? Ich meine, es gibt keinen Weg. Ach, jetzt auf einmal bauen die sich auf. Ja, nee, ist ja sehr nett. Aber welcher derer ist der richtige? Der kleine? Ja, es war der richtige. Jetzt müssen wir hoch. Okay. Sehr gut. Weiter hoch. Es ist krank. Es ist einfach nur krank, was wir hier gerade machen. Wow, das war knapp. Ja, sehr schön. Kompiliere Subsystem. Infrastruktur. Sehnen. Herz. Stimme. Subjekt 16? Ja. Ja, Subjekt 17. Du bist tot. Ich sah dein Blut. Keine Zeit. Es ist viel später, als du denkst. Zu spät, um sie zu retten. Wen? Sie ist nicht die, für die du sie hältst. Alles, was du erreichen willst, alles, was dir wichtig ist, es ist schon verloren. Erklär es. Bitte. Eden. Sie... In Eden finde Eva. Den Schlüssel. Ihre DNA. Sprich! Ich kann nicht. Die Sonne. Dein Sohn. Zu schwach. Muss Energie auffrischen. Geh nicht. Ich bin bis zum Ende bei dir. Finde mich in der Dunkelheit. Ja, so viel zu der Wahrheit. Also da fand ich das Filmchen besser. Aber gut, wir haben es abgeschlossen. Uns kann keiner vorhalten, wir hätten es nicht getan. Und ich sehe da noch was. Ein Federchen? Ein Federchen? Oh, ein letztes Federchen und das in den Bonusparts. Das ist ja der Wahnsinn, die hole ich. Ich bin ja hin und weg. Was man nicht so alles findet, wenn man irgendwann mal unterwegs ist, ne? Ist das nicht geil? Sehr schön. Die ganze Zeit verdeckt von einem Attentatsauftrag. Ich glaube es nicht. Immer gesucht, nie gefunden und jetzt ist es endlich soweit. Na komm hoch. Du sollst dich da auch festhalten, Ezio. Genau. Die letzte Feder in Gedenken wurde erfüllt. Und schon haben wir uns desynchronisiert. Wir sind einfach genial. Nee, dazu muss ich nichts sagen. Völlig egal. Wo ist hier der nächste Porter? Wir haben alle Federn. Ich will die noch abgeben, bevor wir jetzt das Spiel endgültig beenden. Zumindest, was das Let's Play angeht. Und dann... Auf zum Versteck auf der Tiberinsel. Naja, mach hin, mach hin. Wir wollen sowieso bloß noch Federn abgeben und dann haben wir's.
Einmal hier rein und... Et voilà. Sehr gut. 10 von 10 Federn. Jetzt sind wir die Größten. Und kriegen nichts dafür, oder wie? Ja, schön. Das war's. Ach Mensch. Hättet ihr mir ruhig mehr geben können. Ihr wollt auch nicht mit mir reden, ne? Ihr seht alle aus wie ich. Naja, mehr oder weniger. Kranker Mist. Guck mal, eine... Ja, gut, okay. Geschäftsaufträge könnte ich noch machen, aber ihr wisst ja, wie es geht. Dann hätten wir die Seusenhofer komplett. Den Rest haben wir alles komplett. Wir sind einfach genial. Ja, kann man nicht anders sagen. Und damit verabschiede ich mich. Damit verabschiede ich mich auch von... wir haben nicht alle Gemälde. Egal. Let's play Assassin's Creed Brotherhood. Und demnächst geht es dann also weiter in die anderen Gefilde. In Assassin's Creed Revelations. Dankeschön fürs Angucken der Bonusparts, auch wenn ich da ein bisschen ruhig bin, aber die Rätsel, die strengen auch so ein bisschen an im Kopf und ganz besonders um 3 Uhr morgens. Also, bis nachher.